Und Williams, sind Sie glücklich, dass Sie bei Commander Shepard angeheuert haben? Ich bin mir nicht so sicher, Lieutenant. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte die Dinge im Griff, schwenkt das Universum hart nach Backbord. Lassen Sie das bloß niemanden wissen. Mit einer großen Knarre und einer zuversichtlichen Einstellung werden Sie es im Leben weit bringen. Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielte mir erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Fist hat etwas an sich, das mich nervös macht. Gut. Er ist ein gefährlicher Mann. Und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt, aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden... Wirklich? Wow, Sie sind es! Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier.
Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte, ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Die haben ihre eigenen Lieferanten. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe Michelle. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin?
Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Sie sind Arzt. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber Sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Diese Asari-Soldaten sind beeindruckend. Sie sind nur leicht gepanzert, aber ihre Schnelligkeit macht das mehr als wett. Wenn sie nicht derart schnell sind, dass sie geschossen davonlaufen können, dann bleibe ich lieber bei einer soliden Panzerung und einer großen Knarre. Gutes Argument. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Thank you.
Zeugen haben Ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Ja, Mensch. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon schickt mich. Balafon ist schlau. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Er hat etwas sehr Dummes getan. Was hat er getan? Er hat den Shadow Broker betrogen. Eine Quarianerin war hier auf der Zitadelle. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen, also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadow Broker zu vereinbaren. Stattdessen holte er Saren. Was hat Saren damit zu tun? Die Quarianerin hat etwas, das Saren mit ihm geht, verbindet. Er zahlte Fist ein kleines Vermögen für sie. Wenn wir an diese Beweise rankommen, können wir beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Rat wird uns anhören müssen. Wo ist die Quarianerin jetzt? Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Wenn Sie mir helfen, Fist zu töten, gehört sie Ihnen. Erzählen Sie mehr über Ihren Arbeitgeber. Da gibt's nicht viel. Ich habe nur eine kodierte Nachricht mit den Details. Standard. Und Garrus, der Turianer? Er will Saren auch erledigen. Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korba, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten.
Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei... Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Jedes Mal, wenn ich die Zitadell besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Thank you.
Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Wer von denen ich Ihnen erzählt habe, Shepard? Sie muss Sarah mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Fist wird uns schon erwarten. Wenn wir zuschlagen, dann muss es ihn auch hart treffen. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Sieht geschlossen aus. Fist weiß, dass wir kommen. Bleiben. Kommen Sie nicht näher. Achtung!
zu sterben. Achtung! Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier! Ich weiß nicht, wo sie ist! Das ist die Wahrheit! Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier! Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Grundgütiger! Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Wegen ihm mussten viele sterben. Er hat es heraufbeschworen. Und jetzt weiter. Wir müssen die Quarianerin retten. Ich bin dran. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie?
Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele... Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ist das eine neue Form Außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tali. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm.
könnte eine Kleinigkeit zu essen gebrauchen. Ob da wohl Fische in dem See sind? Es ist sehr friedlich hier.